Hallo, ihr Lieben da draußen, es ist Dienstag. Ja, und das Thema heute ist: Kann man von sich behaupten, dass man lesbisch ist, wenn man noch gar nie sexuellen Kontakt mit Frauen hatte? Meiner Meinung nach kann man sagen: Ja, ich glaube schon. Also, man kann zumindest vermuten, sagen wir es mal so, oder mehr dahin tendieren, wenn man doch merkt, ja, also die ganzen anderen Mädchen, die schwärmen ja alle von den Jungs und so, und der interessiert mich irgendwie, das interessiert mich gar nicht, ist eher nervig für mich, mit denen da immer auf Jungs-Pirsch zu gehen und immer die ganze Zeit im Gespräch, oh, mein Herz ist ja geil und oh, guck dir mal die Muckis an und Mann und oh, und der, auch oh, der ist so süß und ach ja, und komm, wir gehen dem mal hinterher und ach komm, wir treffen uns morgen wieder mit denen und so. Und man selber denkt irgendwie so, ja gut, muss das dann sein und so. Und man verliebt sich vielleicht viel eher in diese Freundin. Und die werden einen dann immer weggeschnappt von den Typen, weil die eben halt nicht so fühlen wie man selber. Dann kann man schon von ausgehen, ja, ich glaube, ich bin dann doch eher lesbisch, würde ich sagen. Deswegen kann man das auch schon wissen oder zumindest auf jeden Fall kann man es vermuten. Ja, das ist eigentlich so meine Meinung dazu. Was ich noch fragen wollte euch, es ist ja so, dass Jungs und Mädchen, wenn sie so um die 6 bis, weiß nicht, 12 Jahre alt sind, dass die immer sagen, wenn man die so fragt, so, na und? Wie sieht es denn mit einer Freundin aus, dass die meistens oder oft sagen, also zum Beispiel Jungs sagen dann so, na was, Freundin, Mädchen, nein, mit denen bin ich auch, mit denen spiele ich doch nicht, die wollen immer nur so blöde Puppenspiele spielen und so. Oder wenn in der Schule möchten Jungs neben Jungs sitzen meistens und die Mädchen neben Mädchen, beste Freundin, bester Freund und so. Und das ändert sich ja dann irgendwann mal. Ich finde das mal interessant, dass plötzlich, also nicht plötzlich, aber dass das oft ist, dass dann das eigene Geschlecht, also eben beste Freundin, irgendwie so ein bisschen im Hintergrund gelassen wird und das Mädchen sich plötzlich anfängt für Jungs zu interessieren. Ist denn das eigentlich bei lesbischen Mädchen genau umgekehrt? Spielen die lieber mit Jungen, wenn sie klein sind und so? Und Mädchen nerven die eher, langsam ihre Sexualität entdecken, rücken dann eher Jungs in den Hintergrund und Mädchen rücken in den Vordergrund. Wie war das denn bei euch? Erzählt mir das mal, bitte. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin auf eure Kommentare, auf jeden einzelnen gespannt. Und ja, ich grüße euch ganz lieb. Ich hab euch auch lieb. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.